Auf der Kinderstation ist Dr. Georg Becker im Dienst. Die Verletzung seiner heutigen kleinen Patientin wird dem Arzt und der Familie des Mädchens noch einige Rätsel aufgeben und ein gefährliches Missverständnis aufdecken. Das hier gefällt mir gar nicht so besonders gut, Sophie. Das ist im Moment, ist da noch die Haut heil. Aber das kann sich ändern. Da brauchen wir wirklich das komplette Verbandsmaterial jetzt. Die Neunjährige und ihre Freundin hatten sich bereits in der Notaufnahme in Widersprüche darüber verstrickt, wie genau Sophie sich den Fuß und den Ellenbogen verletzte. Doch der Arzt muss dringend die Wahrheit wissen, um richtig behandeln zu können. Sophie, dann erzählst du mir jetzt bitte mal, was passiert ist. Entschuldigung, Anna, Sophie ist jetzt dran. Ich möchte von der Patientin hören, was passiert ist. Ja, los, ich höre. Ist ein bisschen lauter, ich kann dich nicht verstehen. Wir haben halt so ein Spiel gespielt und dann ist sie mir halt auf den Fuß getreten. Also das Spiel heißt Plattfuß, da muss man halt dem anderen auf den Fuß treten. Und ach, das kenne ich, das ist ja ziemlich heftig. Okay. Du warst Spiel Mädchen, aber das Spiel Jungs. Welcher Erwachsene mit schätzungsweise 200 Kilo hat denn da mitgemacht, damit das so aussieht? Ich hab halt Ich hab halt ein bisschen zu fest draufgetreten. Ich kenne selber das Plattfußspiel natürlich auch. Man versucht, den Mitspielern auf den Fuß zu treten, klappt eigentlich immer nur mit einem Fuß. Und der Sinn ist, dass der gegenüberliegende Spieler seinen Fuß möglichst schnell wegzieht. Die Verletzung bei Sophie, die hätte aber so stattfinden müssen, dass wirklich ein ganz, ganz schwerer Erwachsener, während sie den Fuß stillhält, mit Anlauf und beiden Füßen gleichzeitig draufspringt. Anders war das auf diese Weise nicht erklärbar. Doch die Mädchen bleiben bei ihrer Version des Unfallhergangs. Allerdings spricht auch die Armverletzung dafür, dass die Patientin etwas verheimlicht. Und der Bruch bereitet Dr. Georg Becker Sorge. Also, das ist eine kleine Absprengung. Das muss in Sophies Alter. Wie alt bist du eigentlich genau, Sophie? Nein. Muss das operiert werden? Was heißt denn sonst, das ist ein Stück Knochen am Ende einer Sehne mit durch den Sturz abgerissen wurde. Also es ist so, man könnte theoretisch das Ganze auch konservativ behandeln. Aber es ist ein relativ großes Knochenstück. Also es ist auf jeden Fall in ihrem Alter besser, wenn man das operiert. Sie kann es dann auch relativ schnell wieder bewegen. Denn die Hauptgefahr ist nicht, dass das nicht verheilt, sondern dass sie vielleicht den Ellenbogen hinterher nicht mehr gut bewegen kann. Der Unterschied zwischen solchen Frakturen bei Kindern und Erwachsenen ist, dass bei Kindern die Wachstumsfugen, die sogenannten Epiphysenfugen, noch nicht verschlossen sind. Wenn hier ein dauerhaftes Defizit besteht, dass der Knochen nicht wieder super zusammenpasst, egal ob durch eine operative oder konservative Maßnahme, kann es sein, dass der Arm nicht entsprechend zu Ende wächst, wie es genetisch vorgesehen ist. Und dass, da es ganz ellenbogennah ist, auch die Funktion schwer beeinträchtigt wird. Nicht erschrecken, ne? Wir machen das mal kalt. Nee, bitte nicht kühlen. Nein, nicht kühlen. Das ist viel zu nekrotisch. Nicht kühlen. Da kommt jetzt noch Punkt 2. Wenn der Fuß sich nicht in Kürze wieder von alleine erwärmt, dann kann es sein, dass die Haut noch kaputt geht, auch die Unterhaut. Und dann muss man noch mal operieren. In Zusammenarbeit mit unseren Plastikern würden wir dann Haut vermutlich transplantieren müssen oder Kunsthaut auflegen müssen. Mhm. Im Prinzip ist bei Schwellungen und Verletzungen, die nicht offen sind, eine Kühlung keine schlechte Idee, um die Schwellung zu reduzieren. In Sophies Fall war aber nach einer derartig kurzen Verlaufszeit das Gewebe schon dunkelrot bis blau, was heißt, da ist kaum Durchblutung vorhanden und damit der Gewebeuntergang eher wahrscheinlich. Wenn man dann noch Kälte dazu gibt, wird die Blutzufuhr weiter geringer und die Wahrscheinlichkeit, dass die Haut abstirbt und später relativ aufwendige plastisch-rekonstruktive Maßnahmen notwendig sind, sehr hoch ist. Sie waren jetzt so schnell hier, da ist wenig Schwellung da. Wenn man das jetzt sofort operiert, hat man eine gute Heilungschance. Wenn wir jetzt ein paar Stunden warten, schwillt das dort immer mehr. Und dann lässt es sich nicht so gut operieren und die Heilung ist ungünstiger. Also
Wenn Sie einverstanden sind, würde Schwester Leandra Ihnen jetzt noch die Einwilligungsbögen holen und dann würden wir Sie gleich in den OP bringen. Bei einer Ellenbogenfraktur wie Sophies kann man durch eine schnelle OP sicherlich erreichen, dass sie kein dauerhaftes Funktionsdefizit bekommen wird. Gewisse Risiken sind immer da. Und man muss auch berücksichtigen, dass eine Schwellung nach so einer Verletzung entsteht, die die OP-Ergebnisse negativ beeinflussen kann. Man muss also entweder sehr schnell operieren oder ein bisschen warten, bis wieder eine Abschwellung eingetreten ist. Die Mutter stimmt einer sofortigen Operation zu. Die Neunjährige ist tapfer, doch kurz vor dem Eingriff plagen sie merkwürdige Sorgen. So, hast du denn noch irgendwelche Fragen, Sophie? Eigentlich so eine Operation teuer, weil meine Eltern müssen da bestimmt viel Geld bezahlen. Das bezahlt doch die Krankenkasse. Da würde ich mir mal gar keine Sorgen machen. Deine Eltern haben doch eine Krankenkassenkarte vorne abgegeben und einen Zettel ausgefüllt. Also ich glaube, das ist alles okay. Machst du dir da große Sorgen? Eigentlich nicht so. Ich glaube, du kannst jetzt auch gleich nach der Spritze super einschlafen. Du suchst dir noch einen ganz schönen Traum aus. Genau. So vielleicht von den Sommerferien. Einmal einen Druck an deinem Arm. Nicht erschrecken. Wir müssen jetzt einmal kurz deinen Blutdruck. Okay. Ja? Und ich besuche dich dann nach der OP im Aufwachraum oder auf der Station wieder, okay? In der kurzen Routineoperation wird der Bruch des Ellenbogens gerichtet. Als ein Stationsbesucher am Tag darauf Hilfe an der Schwesternkanzel sucht, ist noch nicht abzusehen, dass er einen Hinweis darauf liefern wird, was die Freundinnen verheimlichen. Ist die Freundin? Ja. Ich glaube, mir ist ein Feuerzeug gestohlen worden. Das ist mir sehr wertvoll. Ja. Wie sieht das denn aus? Das ist so silbern. Ist zwar vielleicht materiell nicht wertvoll, aber für mich, weil das ist von meinem besten Freund und das ist ein Andenken an ihn. Und ich würde Sie sehr bitten, dass Sie mir vielleicht freundlicherweise helfen. Ich denke mal, das ist gestohlen worden hier. Ich war gerade in der Cafeteria. Ich meine, wir sind im Dienst. Wenn das gefunden wird, wird das entweder hier oder an der Rezeption abgegeben. Ja, aber können Sie bitte mal nachschauen, mir helfen? Leider passiert es heutzutage immer öfter, dass Dinge im Krankenhaus natürlich auch verschwinden, vor allem von Besuchern oder halt auch von den Patienten. Wir achten persönlich schon sehr drauf, welche Leute die Patientenzimmer teilweise betreten. Wenn die zum Beispiel jetzt im OP sind und so, bieten den Patienten auch an, Dinge einschließen zu können. Allerdings war dies jetzt ein Besucher. Er hat seine Sachen unbeachtet gelassen und das sollte natürlich auch nicht sein. Hallo, Frau Witt. Also irgendwie geht sie gerade bergab. Hallo. Hallo, Anna. Ich wollte mich bei dir noch entschuldigen, dass ich dich etwas barsch da behandelt habe. Aber vielleicht denkst du mal einen Moment nach, ob ihr mir nicht doch langsam aber sicher mal die Wahrheit erzählen wollt. Das war doch die Wahrheit. Na, aber so doll kannst du wirklich nicht auf den Fuß drauf treten, oder, Anna? Jetzt mal ernsthaft. Also jetzt haben wir hier aber einen ganz... Habt ihr mal eine Nierenschale bitte oder irgendwie? Das ist hier unsauber, ne? Ihr auch bitte gleich Handschuhe. Ich hole gleich. Nee, ich mach's gleich wieder zu. Ist auch ganz weiß. Also, ja. Wir müssen es auch reinigen. Das kannst du nee, jetzt nee, das nicht. Können wir gar nicht reinigen. Das muss sofort aufgemacht werden. Guck dir das mal du an. Das schwimmst? Ist, ja, extrem. Das ist durchgebrochen. Das ich ist mess eine mal die Temperatur, warte mal. Phlegmone. Achtung. Scheiße. Ja, du fühlst dich auch. Fühlst du dich nicht gut? Gesagt, das wäre die optimalste Lösung zu operieren, oder? Das ist eine Wundheilungsstörung. Man kann in keinem Krankenhaus der Welt verhindern, dass ab und an doch Keime in eine Wunde geraten. Das ist hier passiert. Okay. Wie war's? Frau Witt, tut mir leid. Da müssen die Kollegen gleich wieder ran. Ja, das muss aufgemacht werden. Wenn wir das so lassen und nur Antibiotika geben, dann besteht immer noch die Gefahr von einer Sepsis, auf gut Deutsch Blutvergiftung, ja. Wundinfektion. Das kann in jedem Krankenhaus der Welt passieren, auch in der Klinik am Südring, bei allen exzellenten Hygienemaßnahmen. Man kann es nicht immer verhindern. Meine Hoffnung war nur, dass die Infektzone sich nicht bis direkt an das OP-Gebiet hinzieht, denn eine Knocheninfektion ist mit das Schlimmste, was da passieren kann. Um das zu verhindern, wird die Wunde im OP gereinigt, damit sie offen verheilen kann. Später am Tag machen der Arzt und Schwester Anna eine Entdeckung, die sie auf die Spur des tatsächlichen Unfallhergangs bringt. Hallo. Hallo. Was machst du denn hier? Ich habe nur Wechselgeld. Okay. Wechselgeld. Warum bist du so zusammengezuckt? Hab mich nur erschrocken. Aha. Okay. Okay. Nehmen wir dich mit. Ja, wir wollten zu der Sophie. Einmal gucken, wie es ihr geht. Kommst du gerade von ihr? Ja. Zimmer? Sehr schön.
Hast du dir mal überlegt, ob du nicht langsam die Wahrheit sagen möchtest? Hab ich doch schon. Dr. Georg Becker und auch den Eltern ist klar, dass die neunjährige Sophie sich die Verletzungen anders zugezogen haben muss, als sie und ihre beste Freundin behaupten. Der Arzt klärt aber zunächst über den Heilungsfortschritt der entzündeten OP-Wunde auf. 37,4 scheint zu funktionieren. Ach, guck, also es war nicht bis auf den Knochen runter, die bakterielle Wundheilungsstörung. Aber die Wunde musste offen bleiben. Das heißt, es muss auch weiter gespült werden, damit man ganz sicher sein kann, dass man es nicht zu früh zumacht und das ganz normal von vorne passiert. Ich hoffe, dass die Wunde sich dann so in 14 bis 20 Tagen komplett verschlossen hat. Und dann legen wir gleich doppelt intensiv mit der Krankengymnastik los. Wird auch kein Spaß für dich, aber damit du hinterher alle Sportarten machen kannst und auch alle Tätigkeiten vielleicht beruflich ausüben kannst, muss das dann sein. Ne? Bei ihr ist es jetzt leider so, dass durch die Infektion und den zweiten Eingriff sicherlich eine Verzögerung von 2 bis 3 Wochen eingetreten ist, bis die Wunde wirklich wieder geheilt hat. Man kann das, denke ich, durch entsprechende intensivierte Physiotherapie aber kompensieren. Und ich gehe davon aus, dass sie auf keinen Fall bleibende Schäden davonträgt. Sie können eigentlich die Sachen zusammenpacken jetzt. Sag mal, was ist denn hier los? Sophie, wie kommt ein Feuerzeug in deine Tasche? Geld. Und Geld? Sophie? Anna, jetzt zeig uns doch mal bitte, was du da eben aus dem Getränkeautomaten geholt hast. Das mit dem Feuerzeug, das war nicht sie. Ist dir das geklaut? Oder was? Also, Sophie hat ja erzählt. Mir kommt das bekannt vor. War das nicht von dem, wie heißt der? Der stand doch vorhin bei uns. Ja, genau, der hat doch sein Feuerzeug vermisst. Ja, ich vergesse immer den. Ja. Der hatte uns der das ist gesagt. Doch beschrieben, genau. Silbernes Feuerzeug, ja, das sei ihm gestohlen worden, hat er gesagt. Darf ich dem das mal zeigen, vielleicht das draußen? Hat mir doch erzählt, dass ich gehe ihn mal fragen, ja? Vater, Moment. Kein Geld mehr von der Firma kriegt und das. Und dann wollten wir halt so, irgendwie, und ich dachte halt irgendwie, dass das vielleicht wertvoll ist oder so. Moment, kein Geld von der Firma? Klar kriegt Papa Geld von der Firma. Also. Aber was hast du beim Telefonat gesagt? Wann hast du das gehört? Der Papa kriegt doch ganz normal Geld? Kein Geld, was, also, ich kann mir höchstens vorstellen, das Telefonat mit meinem Kollegen, das, der Bonus, genau, das war, ich krieg den Bonus nicht ausgezahlt, das ist ein zusätzliches Geld, der Papa verdient weiterhin Geld. Das ist nur ein ganz kleiner Teil von Papas Gehalt. Schatz, also das ich mit glaub, dem Fuß? Ja, Autos angehalten und haben die gepackt. Was? Ey, Sophie, ganz ehrlich, darüber haben wir doch schon mal gesprochen. Maus. Wegen dem Geld. Und dann wollte halt ein Auto kein Geld uns geben und dann ist er ihr halt über den Fuß gefahren. Mädels, weißt du, was da passieren kann? Vor allem ist das Fahrerflucht. Ja, also das könnt ihr doch nicht machen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerührt sein soll oder sauer sein soll. Aber echt? Also auf jeden Fall, Anna, wäre es vielleicht gut, wenn deine Eltern auch mal vorbeikommen und mit Sophies Eltern zusammen über die ganze Lage sprechen, ja? Ja, bist du eine also süße Tochter? Schatz, wir können doch mal kurz alles gucken. Mal deine Arme Vor allem müssen Mama und Papa mit dir noch zur Polizei, ne? Weil derjenige, der über deinen Fuß gefahren ist, der muss dafür bestraft werden. Mhm. Der hätte eigentlich anhalten müssen, der hätte sich vergewissern müssen, dass mit dir alles in Ordnung ist. Das ist eine Straftat, ne? Wenn man familiäre Probleme oder Situationen nicht offen mit ihnen ausdiskutiert, kann das ziemlich katastrophale Folgen haben. Die Tatsache, dass Sophies Vater keinen Bonus mehr bekommt, wird die Familie nicht in den Ruin treiben, hat aber bei Tochter und Freundin massivste Ängste ausgelöst und zu einem absolut falschen Verhalten geführt. Die Neunjährige musste noch einige Tage auf der Station bleiben und hat sich gemeinsam mit ihrer Freundin für den Diebstahl entschuldigt. Die Prellung des Fußes und der Bruch des Ellenbogens sind gut verheilt. Mithilfe von Krankengymnastik kann Sophie ihren Arm wieder ohne Einschränkung bewegen.